Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier in American Truck Simulator. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute schauen wir mal. Moment, was schauen wir mal. Also ich habe die Grafikmod, bevor ich damit anfange, was wir jetzt machen. Ich habe die Grafikmod jetzt weiter nach oben geschraubt. Wie gesagt, die Improved Trains Mods, muss man ja sagen, sind beide ganz oben. Und direkt danach mit der zweithöchsten Prio so gesehen kommt dann der Grafikmod. Das heißt, wir sollten jetzt hoffentlich Resolve. Resolve, was ist denn Resolve? Ist das nicht so ein Ding, wo man hier Sachen nochmal beheben kann, die irgendwie nicht mehr da sind oder so, die man aus Versehen gelöscht hat? Also sollte, wenn das wieder Probleme bereitet, genau, bevor wir, ich sag, wenn wir es in Game sind. Genau, wir fahren jetzt mit dem Mack Anthem 70 Foot Sleeper, 505 PS stark, mit 18 Gänge, 377 Kilowatt. Fahren wir jetzt einen Holzstapel von John Deere, 119.000 Pfund ist der ganze schwer nach Union Pacific, von Pueblo, Colorado nach Clovis, New Mexico. Wir bekommen dafür 16.434 $. Es ist ein, ja, es ist ein Kombi-Ding, es ist schwer gut. 388 Meilen haben wir zurückzulegen. Das ist relativ straightforward über Interstate und so weiter. 16.434, das schmeckt. Wir brauchen 118.000 für unseren ersten eigenen LKW, der auch der Mack Anthem sein wird. Oh, und wir dürfen Nebel jetzt hier in der Mod mit dem Grafikmod sogar sehen. Und was ich jetzt sagen wollte noch zur Grafikmod, während sich das Ganze hier so aufbaut, sollte das mit den Wolken immer noch so beibehalten, noch so bleiben, das Problem immer noch bestehen. Ja, kann es natürlich sein, dass wir dann halt die Grafik auch rausnehmen und dann vielleicht einen anderen nutzen und testen. Ja, gut. Das gute Stück, was wir fahren, sieht so aus. Oversize. Ich weiß nochmal ein Kran. Nee. Holzlader. Holzlader. Holzstapler. Genau. Dann fahren wir jetzt. Dann schaffen wir noch alles in einem Rutsch. 388 Meilen sollen wir fahren. Dann wollen wir mal. Dann müssen wir ja erstmal hier raus. Hier rumkommen erstmal. Die erste Fahrt im Regen tatsächlich. Bisschen zu wenig ausgeholt, aber alles gut, alles noch dran geblieben, da wo es sein soll. Wollen wir mal weit ausholen und dann hier raus. Haben wir sogar Gewitter? Ich weiß es gerade gar nicht. Es war klar. Haben wir eine Rundumleuchte dran irgendwie hier? Nee, ne? Wieder fest. Nein, wir fahren einfach links rum. Müsste, glaube ich, eher dann auf die Interstate rauf, ne? Da passt das ja. Müssen wir uns jetzt nicht hier weiter rum bemühen. Das passt ja auch alles wunderbar. Jetzt hier eh die Intersection zugeballert wurde. Okay, das ist der Regen hört auch langsam auf, wie wir sehen.
an kurzer Spaß im Regen. Wenn das mit der Grafikmod weiterhin so problematisch ist, dann... Ich glaube, ich habe da noch eine andere Grafikmod gesehen gehabt. Dann könnte man die nochmal zeitweise testen. Und wenn das mit der Skybox da auch so ein bisschen... Ja, wir sind halt auch... Ja, wir sind halt überbreit, ne? Oversize-Ladung war ja... Damit, das wussten wir schon vorher. Wenn das halt dann auch die Skybox da so Probleme bereitet, dann... in der anderen Grafikmod, dann fahren wir halt mit Standard-SCS-Software. Das wäre ja auch gar kein Problem. Also, wie gesagt, ich bin jetzt einfach hier mit dem ganzen Drumherum halt hauptsächlich aufgrund des, einfach weil wir halt ein Mod, weil es halt ein Mod-Ding ist. Also, eine Mod-Welt ist so gesehen, weil wir halt hier mit Mods arbeiten. Deswegen dachte ich mir, okay, dann kann man auch so eine Grafikmod noch mit reinpacken. Nicht, weil die Grafik von SCS Software blöd aussieht oder whatever. Einfach nur aus Prinzip, um mal was anderes zu sehen, so gesehen. Schönes langes Ding, was wir jetzt hier fahren. Eine 55 Miles pro Hour fahren, aber die müssen wir auch erstmal erreichen hier. So, Cruise Control und weiter gen Süden. Schön mit den Plakaten hier auch. Was mich auch interessiert, beispielsweise jetzt bei für GTA gibt es ja sowas beispielsweise wie LA Road, so auch so eine Mod. Was ich mich frage, ich habe da ich mich gar nicht mehr wirklich mit dem Mod-Markt quasi auskenne. Habe ich mich dann auch gefragt, ob es halt sowas in der Art auch für HTS und für HTS2 gibt. Also prinzipiell eigentlich nicht wirklich relevant, weil die Straßentexturen sehen ja super nice aus und so, ne? Aber das ist mir einfach so in den Sinn gekommen, als ich dann da so durch Las Vegas gefahren bin oder an Las Vegas vorbeigefahren bin, dann dachte ich mir, okay, gibt's das? Gibt's das nicht? Man braucht es zwar nicht, aber gibt es das? So einfach so, kam dann immer einfach so in den Sinn, wo ich da vorbeigefahren bin. Glaube ich jetzt gerade bei 2,5 Miles per Gallon, wenn ich das richtig erkenne oder richtig interpretiere, muss ja gesagt. Aber ich würde sagen, das ergibt Sinn, da wir hier auch ordentlich was zu ziehen haben, 119.000 Pfund und Überbreite und so weiter und so fort. Auch wieder was den Berg, den wir hinaufziehen müssen. Wir sind aktuell sogar noch schneller als der LKW mit Diesel wahrscheinlich oder mit Benzin. Zumindest mit einer brennbaren Fracht. Boah, in flammbaren Fracht. Der Volvo. Jetzt hier auch wieder mächtig anzieht. Oder vielleicht auch Gas. Jetzt müssen wir wieder warten, bis wir Platz haben, bis wir jetzt hier wieder auf die rechte Spur können. Wenn sie uns nicht lassen, dann müssen wir uns halt den Platz schaffen. Oh,
schön mit dem Ford da oben, ne? Okay, forget it. War kein Ford, war einfach nur Felsen. Aber sah schon ein bisschen aus, so wie eine Festung, so ein bisschen. Da vorbeifahren. Oh. Warum sind denn alle hier so langsam, Mensch? Jetzt gibt er wieder Gas, ne? Jetzt sind wir jetzt, wo wir im Limit von Trinidad sind. Jetzt gibt er wieder Gas. Es war so klar. Alle verlassen jetzt erstmal hier schön die Fahrbahn. Können wir jetzt hier weiterfahren. Weiter gehen. Ich habe wieder vergessen, wo wir hinfahren. Clovis, New Mexico war es. Clovis. Hier, Clovis. Mal schauen, ob wir die 35 Miles Power erreichen. Ich bezweifle es irgendwie. Wir sind noch im 16. Gang erst von 18, aber wieder, wir haben auch ordentlich was zu ziehen. Das ist jetzt mittlerweile 190.000 Pfund, jetzt ist mittlerweile die schwerste Fracht, die wir jetzt hier in dieser Staffel fahren. Und da ist natürlich auch klar, dass wir dann hier rausgebunden werden. Erreichen New Mexico, the land of enchantment. Ich wollte nicht den Motor ausmachen. Wir haben ein Gesamtgewicht von 169.662 Pfund. Und haben jetzt noch 285 Meilen. Bis Clovis, New Mexico. Ja, wir dürfen nur 15 Miles Power fahren. Crossing border, entering New Mexico. Jetzt werden wir beschleunigen. Und verdammt mal wieder hier auf die Bahn kommen mit Geschwindigkeit. Jetzt kommt da wieder ein RV oder ist das ein Truck, ein Delivery Truck. Davon. Als er quasi im Rückspiegel auftauchte, wirkt er doch mehr wie ein RV. Da hinten zieht es auch ordentlich zu, jetzt die Wolken. Mal schauen, ob es jetzt wieder Regen gibt. Oder ob es trocken bleibt. Stimmt, ich meine mit der Grafikmod, das hätten wir nochmal gucken sollen. Erst auch mal in Ratchen. Mit dem Grafikmod, den ich aktiviert habe, den ich installiert habe, soll es, glaube ich, auch die Splashes im Wasser sollen auch anders dargestellt sein. Das haben wir ja schon gesehen beim Sand, dass es dort auch anders dargestellt wird. Und auf staubigen Pisten, dass es anders dargestellt wird. Das ist nicht, dass es quasi heller Sand zumindest bei den Stellen war, wo wir bisher gewesen sind. Wir waren ja noch nicht im Forest, da könnte es natürlich auch wieder dunkler sein. Deswegen wird mich doch schon, es wird neblig, deswegen würde mich schon nochmal Regen interessieren, also auch so ein bisschen bei der Vorbeifahrt, dass wir mal ein bisschen betrachten können, wie sich das so verändert. Oh, jetzt waren wir kurz bei der 65, da wollte ich gerade den Tempomat einschalten. 20 feet, 4 inches war die Brücke hoch. Immer so langsam dann dahin wollen, ne? Oh, das zieht jetzt aber ordentlich zu. Das ist auch der Nebel deutlich dichter. Hm, da kommt niemand. Ich bin nicht mehr gespannt, ob sich das wirklich noch so zuzieht, dass es nochmal regnet oder vielleicht sogar Gewitter, wer weiß ja schon. Aber der Nebel, es wird zumindest feuchter. Man hat es. Zumindest wirkt es, dass es feuchter wird. Aufgrund des Nebels. Und auch der Wolken, die jetzt mittlerweile deutlich dichter sind. Das
fahren wir an Farmington vorbei, beziehungsweise eine Ausfahrt Richtung Farmington. Der Sprit sollte reichen, aber ich glaube, es zieht sich nicht so stark zu, dass es regnet. Gewittert. Ich glaube dafür, dass so weit wird es nicht kommen. Wir sind mittlerweile bei 3 Miles per Gallon. Jetzt sollen wir gleich die 75 Miles per Hour erreichen, wo es hier bergab geht. Wir haben keinen Retarder drin, ich habe mal kurz überprüft. So, Cruise Control auf 75 Miles per Hour. Müsste weiter rechts fahren, wenn wir überbreite. Jetzt fahren wir mal zum Überholen an. Und fahren weiter links, das ist nicht rechts, sondern weit links. KI wieder davon, aber sie schert nicht ein. Wo sie mit der Geschwindigkeit deutlich auch noch an den anderen Trucks vor uns hätte vorbeiziehen können. Und jetzt haben wir wieder freien Himmel. Blauer Himmel, strahlend blau. Sehen wir das so strahlend blau, wie es mit der Modifikation geht. Ein Walgreens Trailer vorbei. Ah, es ist schon nice mit den Trailer-Mod. Oder vorne ein Flugzeug, da vorne. Über uns ein Flugzeug. Wir haben eine Rest Area, wo wir jetzt nicht raus müssen. Coca-Cola Trailer. Ach, es ist schon nice. So mit den ganzen Trailern. Wir ja schön durch New Mexico durchfahren. Ich finde es einfach, oh, Swift Truck, Swift LKW, Swift Trailer. Es ist einfach cool. Das ist halt, das ist SCS Software ihre Games, also jetzt wie ATM Wheels, ach ATM Wheels ist schon, wie American Truck Simulator und Euro Truck Simulator 2, dass die so modfreundlich gemacht haben, dass sich Leute da hinsetzen und sich einfach die Zeit nehmen und Mods erstellen, die das Ganze dann, die quasi dann, weil es halt Mods sind und sie dafür so gesehen nicht die Lizenz benötigen, im Gegensatz zu SCS Software, dass sie dann halt echte Firmen Trailer mit rein modden und so weiter. Das ist sehr nice. Dadurch wirkt das Ganze halt dann wieder komplett anders, ne? Also von daher an dieser Stelle Props an alle Modder, die Mods erstellen. Boah, jetzt komme ich hier erstmal kaum aus dem Quark hier mit dem Holzstapler. Rumgekommen. Da war das meiste Gebiet aber auch echt noch beim Gefälle. Da ist natürlich klar, dass wir da Probleme haben dann beim Anfahren, wenn noch die Helm mehr als die Hälfte des Gespanns dann noch bei einer Steigung ist. Ne? Waren es nur noch, oh Gott, sogar noch ganze 164 Meilen. Aber wir haben halt auch mehr zu kämpfen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie hier mit einem, dass wir jetzt schnell wieder die Geschwindigkeit aufnehmen können. Wir haben natürlich ordentlich was zu ziehen. Und das merkt man dann vor allem, weil es bergauf geht.
schön hier, wieder die ländlichen Gebiete mit alten Trucks, kaputten Trucks. Auch wo einfach mal nichts kommt und einfach nur Natur, pure Natur mit Feldstruktur. Amerika ist einfach schön, ein schönes Land. Mit schönen Staaten. Control wieder auf 85 mal 2 Hour. 65, my bad. Oh, die Sonne geht runter, wie man merkt. Was schön an dieser Mod ist auch, der Sonnenuntergang ist halt wirklich da, wo die Sonne untergeht. Und jetzt nicht, dass der Sonnenuntergang auf der falschen Seite ist, so wie bei der Brutal Weather Mod, wie wir ja bei Wahnsinn, dieser Sonnenuntergang. Einfach nur geil. Was? Oh. Turn left. Ah, ich bin schon echt gespannt, ob die 1.40, wie sich da das Light System verändert. Freue mich auch schon sehr drauf. Auch in Vorbereitung auf das, vor allem auf das neue DLC von Iberia DLC, werden wir auch in der nächsten Zeit häufig, oder wahrscheinlich gab es schon den ersten Stream dazu, aber es wird in nächster Zeit einige Streams auch vor allem in Eurotruck Simulator 2 geben, wo ich dann Richtung Frankreich mich orientiere, damit wir halt für das FIFA Forms DLC, dass wir dann halt auch schon direkt dort sind, auch schwer schon eine Garage um Trucks haben. Um das Ganze dann von dort aus instantly zu erkunden, wenn es draußen ist. Und ich dafür Zeit halt dann habe. Weil der Kollege hier auch auf die Bahn kommt, auf die Interstate kommt, weiter auf der Interstate 45. Gen Osten, da sind wir ja bei Santa Rosa. Wenn hier wieder Tempo weiß bergauf geht. Die Lampen gehen an, dann machen wir auch mal bei uns das Licht an. Truck. Dann nehmen wir die Ausfahrt. Dann nehmen wir diesen Exit Richtung Fort Sumner. Über die Historic Route 66. Oh, der ist aber ordentlich schnell dunkel. Riesige Truckstops hier zu unserer Rechten und unserer Linken. Nein, 27, aber dafür den anderen. Einfach nur nice. Einfach nur nice. Auf dem Highway 84th South noch 85 Meilen, oh Gott, das war ein Gang zu viel, noch 85 Meilen bis Clovis, New Mexico. Wir werden dort sein gegen 10:30.
auch erstmal jetzt wieder hier hochkämpfen mit 50 Meilen pro Stunde. Also, oh, es ist schon nice, so wie die Nacht reinkommt. Sonne bereits untergegangen. Aber ein bisschen Licht hat man noch. So minimales Tageslicht. Hier war ich auch noch nie. Das hier ist mir auch noch neu. Haben wir hier Historic Bridge built in 1938, rehabilitated 1998. Oh. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich habe das mal. Ich glaube, man konnte das ja irgendwann mal in. Konnte die Map, glaube ich, ach, die Brücke, diesen Abschnitt, glaube ich, mal in. Entweder auf einem Screenshot oder halt im Trailer, glaube ich, sehen, weil ich meine, es irgendwo mal gesehen gehabt zu haben. Ich weiß zwar nicht mehr wo, aber irgendwo. Irgendwie kommt man die zumindest bekannt vor. Muss wieder ein bisschen mehr links halten, weil wir halt wieder recht so viele Sachen haben mit Laternen und andere städtische Gegenstände oder städtische Objekte. Oh, der Sternenhimmel. Der ist ja aber auch nice. Heißt, die Bot ist schon nice. Wir werden garantiert nicht passen. Die Route, ach, die Route vor allem. Die Highway 60 werden wir überholt. Ist also so. Der letzten 45 Meilen am Clovis. Und sind wir auch bald dort. Bekommen wir nochmal genau 16.434 Dollar bekommen wir dafür. Da sind wir schon. Wir kommen und dem Ziel, dem aktuellen Ziel unseres eigenen LKWs immer näher. Vor allem mit solchen guten, gut bezahlten Aufträgen kommen wir dem natürlich noch viel, viel schneller näher. Gar keine Frage. Und also solche Aufträge halt echt eine gute Sache. Deswegen gehe ich auch immer mit den, oh Gott, den bestbezahltesten Aufträgen, die wir auf der ersten Karte haben. Es ist schließlich ein wirtschaftliches Projekt immer noch, auch wenn das halt, ja, ne, auch wenn wir hier aus Spaß rumfahren und Spaß dran haben. Aber den wirtschaftlichen Aspekt, den halte ich halt immer weit im Vordergrund. Da haben wir auch wieder schön die Zugmods und so weiter. Die Zugbots. Ja, einen schönen langen Güterzug. Mit Containern. Sah gerade erstmal aus wie Open Box Wagons, aber nein. Ist dem nicht. Dem ist nicht so. Aber mit den langen Zügen ist es einfach halt viel, viel, viel. Also von der Atmosphäre halt einfach viel, viel geiler. Auch wenn die Züge nur 60 Waggons haben und in Realität dann doch gut mal 150 Waggons sein können.
oder mehr. Aber es ist schon nice. Es belebt was einfach halt viel, 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 viel mehr. Und ist auch halt wirklich auch deutlich realistischer dadurch. Erst auch mal den Clovis. Müssen wir sogar schon rechts rum. Halten wir es mal ein bisschen in der Mitte, damit wir genügend Platz haben, um auszuholen. Wobei so viele Tickets sind auch nicht ausholen müssen, hätten wir auch so geschafft. Und da hinten, da wo wir jetzt rüber müssen, jetzt müssen wir noch ein bisschen auf das. Okay, da haben wir schon das Ende des Zuges. Schade. Da haben wir schon die. Ne, gar nicht wahr, das waren die mit DPUs. Aber bei so langen Zügen ist es einfach viel geiler. Ich glaube, ich höre das Ende des Zuges. Und da hinten haben wir noch ein. Da hinten kommt noch ein nächster Zug an. Wie geil ist das denn? Kriegt man halt auch mal ein bisschen länger hier, ne? Was halt auch super ist. Der wird langsamer dazu, glaube ich, das Gefühl, ne? Oh, so ein schönes Ende. Dann wollen wir mal zur Ladestation. Aber natürlich auch. Da müssen wir an den Stoppschild an. Wie gesagt, es gibt auch Dampfloks. Die können auch deutlich schneller fahren als jetzt die gerade eben. Die können auch bis zu 115 km pro Stunde fahren. Wird dann wahrscheinlich eher darauf rauslaufen, dass es wahrscheinlich eher die Personenzüge sind, die halt schnell vorbei rauschen. Aber das werden wir dann auch nochmal sehen. Zu 100%iger Sicherheit werden wir das auch noch mal sehen. Auch andere Designs, ich glaube es gibt auch M-Track, dann hier, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Operator in Kanada heißen bei der Promos-Map. Wir haben wir auch hier mit drin.
mit Designs und so. Also schon jede Menge geile war, deshalb einmal mal. Vor den Schranken stehen. Apropos Züge und Schranken, wir sind jetzt bei Union Pacific. You have arrived at your destination. Wenn jetzt hier noch Sorting-Lokomotiven langfahren, dann. Crazy, aber ich höre da glaube ich gerade einen schnellen M-Track. Laden wir jetzt mal hier ab. Ich weiß nicht, was ich vergessen habe. Ich wollte dann nochmal hier das automatische Parken deaktivieren. Vielleicht war es jetzt doch eher ein weiterer Güterzug. Ja, dann laden wir mal ab und kassieren das Geld. Oh, Achievement Progress Leave No Branch Behind 1 von 3 und Achievement Locked In 1 von 8. Ausgezeichnet, Holzschafter von Puerto nach Clovis geliefert, gefahrene Strecke 395 Meilen. 8,5 Stunden haben wir dafür benötigt, 83 Gallonen Verbrauch. Wir bekommen $16,434 für den Auftrag und 934 Erfahrungspunkte. Wir sind mittlerweile Level 5, knapp 1000 Punkte entfernt von Level 6. Das heißt, wir gehen jetzt auf Just-in-Time-Lieferung. Manchmal haben Firmen wichtige Lieferungen, die schnell erledigt werden müssen. Dann erteilen sie einen Just-in-Time-Auftrag. Diese Aufträge bedeuten für den Fahrer erheblich mehr Druck. Das Zeitfenster für die Lieferung ist kleiner, doch die Entlohnung mildert auf jeden Fall die Unannehmlichkeiten. Ein höherer Rang in dieser Fähigkeit bringt dir auf Rang einschalten, das Ganze natürlich frei, bekommt 3% höhere Vergütung und 20% Erfahrungsbonus für wichtige Lieferungen. Und schalten später, also im nächsten Rang, schalten wir dann auch dringende Lieferungen frei. Wir sind jetzt mittlerweile bei $68,319. Das heißt, uns fehlen nur noch glatte 50.000 bis zum eigenen Truck, bis wir uns den Mac Anthem besorgen können. Wir schauen nochmal nach, was wir morgen höchstwahrscheinlich fahren werden, oder was wir morgen fahren werden. Und es sieht danach aus, dass wir morgen einen Schwerlasttransport fahren, nämlich mit einem Kenworth W900 in Aero Cap Sleeper 625 PS stark, 18 Gänge. Fahren wir morgen eine Industrielüftungsanlage mit 43 Fuß mal 16 Fuß mal 10 Fuß. Das Ganze 66.138 Pfund schwer von Denver, Colorado rüber nach Grand Junction, ebenfalls in Colorado, und bekommen dafür $13,306. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten American Truck Simulator Video wieder.